Für uns war es halt einfach so, dass wir nicht so griffig, nicht so gut im Spiel waren gegen die Top-Mannschaft der Liga. Das hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt, die ich stärker einschätze auch als den ersten FC Kaiserslautern. Und die Berliner, glaube ich, die haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber wie gesagt, das wussten wir. Und wenn man da dann auch was holen möchte in Berlin, dann muss man halt auch eine absolute Top-Leistung abrufen. Und das haben wir leider heute nicht erzielt. Den Berliner wünsche ich natürlich weiterhin alles Gute auf dem Zurückkehr in die erste Liga und für uns. Das ist gemeint, dass wir in die zweite Halbzeit nochmal zulegen konnten, um dann letztendlich auch die Tore zu erzwingen oder mal herauszuspielen. Und das freut mich. Und ja, wir haben uns jetzt eine gute Ausgangsposition wieder für nach die Länderspielpause geschaffen. Weitere Fragen?